Hi! Oh, so. Was geht, Leute? Heute gibt es mal wichtige Informationen, die ich gerne loswollen würde. Und zwar das erste ist, ich habe mir ein Postfach eröffnet. Und das bedeutet ganz genau, ihr könnt mir Post einsenden. Mein Postfach lautet 721243 und die Adresse lautet 30532 Hannover. Link, in der Beschreibung steht es nochmal, wer es nicht verstanden hat. Sonst könnt ihr mir Post einsenden und ich werde sie ungefähr einmal wöchentlich, aber ich mache keinen Tag aus irgendwie, weil ich es dann sowieso nicht einhalten werde. Und ich werde eure Post dann immer wieder öffnen, so einmal die Woche irgendwann mal, wenn ich genug Post habe. Normalerweise wollte ich das auf meinem zweiten Kanal machen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass im Moment auch für meinen zweiten Kanal, also jetzt allgemein so Spiele, gar nicht so wirklich rauskommt hier im Juli. Ne, es ist ja schon der nächste Monat, ne? Ohne Scheiß, wir haben schon August und ich weiß davon gar nichts. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin echt nicht up to date. Ohne Scheiß, der Tag vergeht einfach so schnell, die Woche vergeht so schnell nach der Schule. Wenn ihr mit der Schule fertig seid, dann die Zeit vergeht einfach so schnell, ihr wisst gar nicht mehr, was hier vor sich geht. Wir haben schon August, bald ist 2015. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt mir Briefe einsenden. Ich werde sie dann, wie gesagt, einmal wöchentlich öffnen. Und falls ihr mir schon immer mal einen Liebesbrief einsenden wolltet oder irgendwie einen Hassbrief, ich werde alles vorlesen. Obwohl, ich werde es wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht schaffen, alles vorzulesen. Aber ich werde für mich selber alles lesen und die besten Briefe, die werde ich vor dem Video vorlesen. Ihr könnt allerdings auch Zeichnungen einsenden, davon bin ich auch ein sehr großer Fan, die ich vielleicht sogar in die Thumbnails tun kann. Ja, das meine ich ernst. Und werde ich sie euch auch zeigen im Video. Ihr könnt irgendwas machen, was mit Blättern zu tun hat. Und halt Briefe einfach. Einfach Briefe. Macht, wisst ihr was? Macht einfach, was ihr wollt. Es ist mir so oder so scheißegal. Weil ihr macht doch so oder so, was ihr wollt. Pakete könnt ihr mir dann auch für später einsenden. Pakete sind allerdings so ein Ding, denn ich muss erstmal eine Packstation mieten. Und das werde ich dann tun in den nächsten Tagen. Und dann lasse ich euch wissen, wenn ihr mir Pakete zusenden könnt. Also wo war ich stehen geblieben? Genau, keine Spiele kommen raus, mein Let's Play Kanal. Im Moment Let's Play ich ja Far Cry 3 und The Last of Us Remastered. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was anderes kommt eigentlich gar nicht raus im August oder sowas. Doch im August, vielleicht am Ende oder sowas, aber erst im Winter, Herbstzeit, da kommen so die wirklichen Spiele raus. Und deswegen dachte ich mir, ich mache hier mal ein bisschen mehr Videos. Außerdem denke ich mir so, ganz ehrlich Leute, wenn ich nur Call of Duty hier auf diesem Kanal mache, ich hab das Gefühl, dieser Kanal ist einfach so leer irgendwie. Ich habe keine Ahnung, aber nur Call of Duty. Es ist so, auch wenn es viele verschiedene Call of Duties gibt, aber irgendwie kommt mir der Kanal so leer vor einfach. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Aber immer Call of Duty, kommt trotzdem täglich, aber ich versuche vielleicht ab und zu mal dann halt zwei Videos zu machen, wo ich auch mal Vlog zwischendurch rein tue, weil sonst kommt es mir so vor, als, keine Ahnung, als würde ich Drogen nehmen. Zum anderen muss ich noch sagen, viele Leute von euch haben mich gefragt, ob ich auf der Gamescom dieses Jahr bin und ich kann euch sagen, dass ich dieses Jahr nicht auf der Gamescom bin. Es tut mir wirklich leid für die Leute, die mich da sehen wollten, aber dann müsst ihr euch bis zum nächsten Jahr gedulden. Das Ding ist einfach nur, dass, ich keinen Bock habe. Okay, ich wollte eigentlich so eine Reaktion nur sehen. Nee, das Ding ist wirklich, ich habe viel mit dem Umzug zu tun, viel mit dem Führerschein zu tun und ich habe allgemein sehr, sehr viel zu tun im Moment, was gerade in meinem Leben vor sich geht und so weiter und so fort. Deswegen schaffe ich das wirklich einfach gar nicht, irgendwie zu Gamescom zu fahren. Ich würde zwar gerne, aber ich schaffe es einfach nicht. Also es ist dieses Jahr für mich einfach nicht möglich. Und ich habe einfach zu viele Sachen zu tun. Das sind so Sachen, die allerdings, wenn man sie einmal fertig erledigt, dass sie dann für die nächsten 5 Jahre halten, wenn ihr versteht. Deswegen. Oder fürs ganze Leben am besten sogar. Ja, das war's mit dem Intro. Ach, das hat weh. So, das war's mit dem Info-Video. So, das war's mit dem. Ich kann nicht reden. So, das war's mit dem Info. So, das war's mit dem Info-Video für heute. Ich denke, ab der Zukunft wird auf jeden Fall mehr kommen. Übrigens ein DLC-Pack für Call of Duty Ghosts ist draußen. Das werden wir auch zusammen das playen. Jeder einzelne Map für sich. Und das werden wir alles tun. Lasst mich aber in den Kommentaren wissen, was ihr hier auf diesem Kanal noch sehen wollt. Weil glaubt mir, vom Let's Play-Kanal habe ich mehr als nur viel zu tun. Also ich habe wirklich sehr viel dort zu tun. Ich kann jeden Scheiß dort machen. Das ist nicht nur ein Call of Duty-Kanal. Das ist ein Let's Play-Kanal, wo ich jeden Scheiß machen kann. Und ich muss sagen, mir geht es dort wirklich gut. Deswegen lasst mich mal wissen, was ihr noch auf diesem Kanal sehen wollt. Denn ich habe mich entschlossen, dass ich die Vlogs vielleicht doch hier drauf verlege, weil, ja...